Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Tja, ihr wisst ja, Zeit für Veränderung und ihr dürft jetzt daran teilhaben. Heute gibt es kein Nähvideo, heute gibt es ein schönes Video von der schon neuen Tanni mal zum Einfühlen. Und da dürft ihr jetzt einfach mal gespannt sein. Viele von euch wissen, ich habe die Ausbildung zur Ritualsleiterin für keltische Jahreskreisfeste gemacht. Und die keltische Jahreskreisfeste sind was, was ich sehr liebe und natürlich auch sehr gerne und naja, eigentlich auch lebe. So kann man es letztendlich schon mittlerweile sagen. Und daran möchte ich euch teilhaben lassen, weil so ein keltisches Jahreskreisfest heute ist. Heute feierten unsere keltischen Vorfahren das Fest Samhain. Samhain ist die Zeit des Rückzugs und die Zeit der Wurzeln. Ich finde es sehr, sehr spannend. Ach, ich finde eigentlich jedes keltisches Jahreskreisfest spannend. Aber heute, wie gesagt, geht es mal um Samhain. Die Bedeutung des Wortes habe ich euch auch mitgebracht. Und zwar steht Sam für den Sommer und Heim für das Ende. Also, wenn man das jetzt mal so übersetzen würden wollten, dann wäre es das Ende des Sommers. Und das ist das, was wir im Moment ja auch im Herbst, wie wir jetzt sind, spüren. Ich habe euch da mal noch mitgebracht, die letzten Rosen aus unserem Vorgarten hier in der Näharena und schon die Blüten bzw. die Früchte vom Efeu. Und das nimmt jetzt alles ab. Das zieht sich jetzt alles zurück in die Erde und in der Erde wachsen dann die Wurzeln und ihr dürft schon mal überlegen, was das wohl für eine Wurzel ist, die da liegt, die wir nachher miteinander bearbeiten. So, natürlich, wenn der Sommer endet, beginnt einfach der Winter. Und das ist bei unseren keltischen Vorfahren so die Zeit auch gewesen des Abschieds. Abschieds vom Sommer und sie haben dann Abschied gefeiert und gleichzeitig ein bisschen schon Begrüßung, nämlich die Begrüßung des Winters, der etwas dunkleren und kälteren Jahreszeit. Man kann sich das so ein bisschen so vorstellen, wenn man mit der Natur lebt, wie das früher einfach der Fall war, dann hatte man auch kein elektrisches Licht. Und wenn es dunkel war, war der Tag einfach zu Ende. Und wenn es hell geworden ist, hat der Tag wieder begonnen. Das ist so ein mit der Natur leben, was ich immer sehr, sehr spannend finde. Deswegen haben sie sich einfach zurückgezogen. Es wurde natürlich auch draußen sehr viel kälter. Und im Haus mit den Stallungen und den Tieren war es einfach wärmer. Und dann hat man sich zurückgezogen, zurück ins Haus, hat die Arbeiten erledigt, die vielleicht auch innerhalb des Hauses im Sommer liegen geblieben sind. Und haben sich generell zurückgezogen. Ich denke, könnte man das auch gut vorstellen, auch in sich selber zurückgezogen. Einfach auch, um sich zu erholen von der schweren Arbeit, den sie im Sommer draußen auf dem Feld gemacht haben. So, hab mal auf meinem schlauen Zettel geguckt, was da so alles steht. Also sie begrüßten die Dunkelheit. Jetzt die Dunkelheit, dazu möchte ich was sagen, was gar nicht auf dem Blatt steht. Tja, in meiner Ausbildung und auch letztendlich in meiner Wahrnehmung finde ich, ist es sehr schade, dass man hell und dunkel so ein bisschen mit Positivem für das Helle und Negative für das Dunkle betitelt. Also dunkle Mächte und auf sowas will ich gar nicht eingehen, so bin ich auch gar nicht gestrickt und dafür bin ich auch gar nicht da. Aber es braucht immer beides. Wir brauchen auch beides zum Leben. Wir brauchen untertags das Licht und die Sonne für Aktivitäten, was eher für das Männliche steht. Und wir brauchen aber natürlich auch in der Nacht das Dunkle, den Schutz der Dunkelheit und den Schlaf, um uns zu erholen. Also deswegen ist es für mich beides gleich wichtig und ich kann nicht eins für negativ und eins für positiv oder positiver empfinden. Deswegen, wenn ich jetzt über Dunkelheit sprich oder über das Dunkle, versteht mich dahin bitte nicht falsch.
Und ich gehe auch davon aus, dass, sag ich mal, die Naturvölker vorm Christentum, die sehr mit der Natur verbunden waren, das ja auch sein mussten, auch wussten, die dunkle Jahreszeit für sich zu nutzen. Es blieb auch da gar nichts anderes übrig. Und sie wussten eins ganz genau, weil sie mit dem Zyklus lebten. Das Licht kommt wieder. Zur Wintersonnenwende ist es wieder so, dass an der Wintersonnenwende zum 21. Dezember zwar die längste Nacht und der kürzeste Tag ist, aber auch einfach wieder der Wendepunkt. Und somit nutzen sie die Zeit von Sanheim bis zur Wintersonnenwende einfach, um Danke zu sagen, der Natur Danke zu sagen, dem Leben, der Gesundheit Danke zu sagen. Auch das, finde ich, ist ein Aspekt, der leider in der heutigen Zeit zur Selbstverständlichkeit geworden ist. Und ich mit meinem Knie, ihr wisst ja, darf das im Moment aber das selber in meinem Körper spüre, wie wichtig das die Gesundheit ist, aber wie oft, dass man darauf vergesse, weil man es für selbstverständlich nehme. Auch das ist so für mich das Neue, was mir einfach wichtig geworden ist. Wir hätten heute noch den gleichen Vorteil wie früher und wie eigentlich schon immer, dass die Erde uns das vormacht mit dem Rückzug und einfach damit, dass wir uns ein bisschen mehr auf uns besinnen können. Die Kelten haben ihr Fest Samhain so gefeiert, so kann man sich das vielleicht ganz gut vorstellen. Natürlich, Feste feiern war uns Menschen schon immer ein Spaß und hat uns auch schon immer gut getan und das haben wir auch schon immer alle genossen. Und man schaute einfach nochmal in der Stall, welche Tiere eventuell auch gar nicht über den Winter kommen. Man musste ja auch einteilen und hat dann dieses Tier einfach mit Bedacht nochmal geschlachtet und hatte dann auch nochmal zu essen und konnte dann so auch nochmal ein großes Fest feiern, wo man sich liebe Menschen eingeladen hat. Und aus sich nochmal, wie will ich denn das jetzt sagen? Sage ich wieder was, was nicht auf meinem Zettel steht. Es ist so, die Zeit jetzt hat ist auch eine ganz gute Zeit, um wirklich zu überlegen, was nehme ich mit in den Winter, in die winterliche, kalte, dunkle Jahreszeit? Was ist mir da dienlich und was lasse ich da weg? Und so war das einfach dann auch. Also man hat einfach dieses Tier geschlachtet, was nicht über der Winter gekommen ist. Samhain ist natürlich auch das Fest der Ahnen. Und die Ahnen waren in der vorchristlichen Zeit, oder die Ahnen hatten in der vorchristlichen Zeit eine ganz andere Bedeutung wie heute. Ich finde auch das immer sehr spannend. Man hat die Ahnen um Hilfe gebeten, teilweise um Wahrsagen, um zu wissen, wie man sich für die nächste Zeitperiode ein bisschen vorzubereiten hat. Und man hat die Ahnen auch geehrt. Alles im positiven Sinne. Also jetzt da mir nicht irgendwie alles wirklich. Ich denke, wer schon mal einen lieben Mensch verloren hat, der spricht im Gedanke immer mal wieder mit ihm. Und so stelle ich mir das einfach vor. Wirklich ganz normal. Und wirklich sehr, sehr liebevoll. Und deswegen war es dann auch so, dass sie zum Beispiel Rübenlichter geschnitzt haben und sie als Wegweiser aufgestellt habe. Mehl hat man dafür benutzt, um einen Weg zu streuen, dass sie einfach den Weg nach Hause wieder finden. Ich finde es sehr liebevoll, sehr rührselig, das man auf Badisch sage. Und sie haben dann auch zu dem Fest teilweise die Lieblingsspeisen der Ahnen gekocht. Also mit einer liebenvollen Selbstverständlichkeit. Und das bezaubert oder verzaubert mich und begeistert mich auch immer an dieser ganzen Geschichte, wie das vor der christlichen Zeit einfach war.
Hier steht jetzt das Wort Halloween und das habt ihr bestimmt euch auch schon gedacht, wenn ihr diese Rübenlichter gehört habt. Ich denke, dass viel was vom heutigen Fest Halloween, was wir immer sagen, was von Amerika rübergeschwappt ist, natürlich ist das rübergeschwappt, aber es hat auch sehr viel von dem keltischen Fest. Und wenn man sich da so ein bisschen mit beschäftigt, ist das wirklich ganz, ganz interessant. So, aber jetzt genug von der Vergangenheit. Ich möchte noch ein bisschen über mich erzählen, wie ich das für mich quasi so in die Heutezeit rüberhole. Und da ist jetzt für mich einfach die Zeit, die ich jetzt auch mit ein bisschen Rückzug nutze, ist ein bisschen kontraproduktiv, wenn man natürlich seinen Betrieb schließt. Da ist immer viel Wirbel. Aber gerade deswegen, dass ich da gut über diese Zeit komme, brauche ich den Rückzug jetzt so, wobei Rückzug hört sich immer an wie so ein großes Wort. Es reichen einfach auch mal 5 Minuten mit einer guten Tasse Tee im Abseits zu sitzen und ihr werdet lachen. 5 Minuten einfach nur mal auf der Toilette, ohne Musik, ohne Telefon, gut abgeschlossen, kommt keiner rein, ist auch ein wundervoller Rückzug. Nicht ganz so der romantischste Ort auf Erden, aber wir leben ja in der Heutezeit und ihr wisst, es gibt für alles eine Lösung und man muss immer das Beste draus machen. Aber natürlich genieße ich es jetzt auch, wenn es früher dunkel wird, zu Hause zu sein, abends mit meinem Mann in der Küche was Leckeres essen, eine Kerze angezündet zu haben, die letzten Blüten oder Pflanzen, die uns noch ihr Dasein schenken, tatsächlich am Tisch stehen zu haben und einfach runterzukommen und runterzufahren. Ich befinde mich, und das wisst ihr alle, dieses Jahr, jetzt gerade zu dieser Zeit, in einer sehr, sehr großen Dankbarkeit, dass alles so gut klappt, dass ihr mich auch so unterstützt in meinem neuen Dasein. Und es ist für mich zusammen heim auch immer sehr wichtig, Danke zu sagen. Es ist für mich mittlerweile gar nichts mehr selbstverständlich. Weder das Dasein, noch die Gesundheit, noch die Freunde, noch das Umfeld, noch der Beruf. Ich finde es einfach grandios, wenn man das hat. Viele haben das nicht. Auch darauf vergesse man ganz gern. Und deswegen ist es eine unheimlich schöne Zeit für mich, Danke zu sagen, mich auf mich zu konzentrieren. Ja, und vielleicht sogar auch schon jetzt die Zeit so zu sehen, dass sich ja alles zurückzieht, auch schon mit etwas Träumen und Wünschen die neue Saat in die Erde einbringe, die neue Saat fürs nächste Jahr. Jetzt kommen wir zum Thema Wurzeln. Mich gut zu verwurzeln zu der Jahreszeit ist mir ganz wichtig und auch in meinem ganz persönlichen Lebenszeit jetzt hat, heute, hier und jetzt, ist das Verwurzeln ganz wichtig. Wenn ich gut verwurzelt bin, dann bin ich in meiner Mitte und dann bin ich auch in meiner Kraft, dann bin ich bei mir. Und es ist tatsächlich jetzt so, man kann die Natur beobachten. Sie zieht sich zurück, wie ich es vorhin gesagt habe, zurück in der Bauch von Mutter Erde. Alles, was so oben ist, geht jetzt weg und die ganze Kraft bündelt sich jetzt in den Wurzeln. Und jetzt ist noch so die Zeit vom letzten, jetzt muss ich es richtig sagen, vom letzten Vollmond bis jetzt dann zum Neumond, also zu dem Neumond, der jetzt zusammen heim dann auch, ich muss jetzt echt gucken, wann genau, habe ich natürlich verpasst, kommt, ist auf jeden Fall diese Zeit, wo die Kräuterkundigen nochmal die Wurzeln graben. Danach lässt man die Natur einfach in Ruhe. Da es mir nicht immer klappt, aus Zeitgründen genau mit dem Mond hin und her zu switchen, wobei ich das gerne würde, ist für mich ganz persönlich so der heutige Tag, der 31. zusammen heim, der allerletzte Tag, wo ich meine Wurzeln grabe, um Tinkturen und Salben herzustellen, die mich natürlich dann auch über den Winter bringen. Gesund über den Winter bringen, stärkend über den Winter bringen, sodass ich dann nächstes Jahr wieder in meiner vollen Kraft und Energie mein Leben weiter leben kann.
So, ihr Lieben, dann gehen wir jetzt mal zu der Wurzel. Könnt ihr sehen, was es für eine Wurzel ist? Wenn wir jetzt Video mit Geschmack hätten, dann könntet ihr dran riechen. Es riecht scharf und erdig. Es ist eine Meerrettichwurzel. Viele von euch werden Meerrettich kennen, haben wir schon oft verkocht. Bei uns hier im Badischen ist jetzt zu der Jahreszeit klassisches Essen Meerrettichsoße mit, jetzt habe ich es gerade noch gewusst, mit Tafelspitz natürlich, wollte ich sagen, und leckeren Kartoffeln. Ich liebe das Essen auch und am liebsten noch mit rote Beetesalat, wo wir dann auch wieder die Wurzel haben. Also ihr merkt schon, wenn ihr es hört, automatisch essen wir das Wurzelgemüse auch immer so um diese Jahreszeit, wo es dann auch eine Rolle spielt. Früher habe ich mir da gar keinen Gedanken drum gemacht. So, was kann denn die Meerrettichwurzel noch mehr wie einfach nur lecker auf dem Essen sein? Sie ist entzündungshemmend. Sie wirkt gegen Viren und Bakterien. Ihr merkt schon, das ist genau das, was natürlich immer zur Herbst- und zur Winterzeit das Thema ist. Sie enthält Senföle. Und diese Senföle, die sind natürlich vorbeugend für Husten- und Blasenentzündung, helfen aber auch richtig gut gegen Schmerzen oder lindern einfach Schmerzen. Wenn wir gerade bei der Schmerzen sind, Muskelschmerzen, da habe ich mir jetzt eine Salbe gemacht mit meinem Knie und den angespannten Muskeln, die ich jeden Abend verwende. Aber in der, nennen wir es mal, Volksmedizin gilt Meerrettich auch als verdauungsförderndes Mittel. Und auch bei Kranken, Erkrankungen von Leber und Galle, also wenn das mit der Verdauung einfach nicht so richtig klappt, sind ja Leber und Galle vielleicht daran beteiligt, ist es natürlich auch toll. Was mein Vater, Urgroßvater, nee, der Opa Otto war das, der hätte natürlich auch zum Vesper gern Meerrettich genommen. Wenn man dann mal eine Forelle kittet, dann hätte man Sahne-Meerrettich dazu gemacht und hardcore Rabschble einfach aufs Butterbrot ein bisschen Meerrettich. Was ich auch schon gemacht habe, aber das ist, mache ich lieber in meine Kurse mit euch, ist, dass ich Meerrettich klein geschnitten habe und mir auf die Fußsohle gelegt habe. Das zieht natürlich auch die Giftstoffe aus dem Körper, aber da muss man ein bisschen aufpassen. Also das rate ich euch jetzt nicht einfach so allein daheim zu machen, weil das kann auf der Haut auch ein bisschen zu Verbrennungen führen. Also das sind dann so Sachen, die ich gerne in meinen Kursen auch nächstes Jahr anbiete. Was ich aber heute mit euch und mit dem Meerrettich mache, ist eine Tinktur. Wir werden jetzt gemeinsam eine Tinktur ansetzen, die euch gut über den Winter bringt. Ich sage euch jetzt, wie man die ansetzt, wie lange das jetzt ziehen muss und wie ihr sie hinterher einnimmt, dass ihr einfach, sage ich, ein gutes Immunsystem für den Winter habt. So weit, so gut, und da legen wir jetzt mal mit los. Ihr braucht ein leeres Irgendwas-Glas, gut heiß ausgespült. Dann brauchen wir natürlich unseren Meerrettich. Wir brauchen einen Alkohol, weil eine Tinktur immer in Alkohol ausgezogen wird. Ich habe jetzt in meinem Fall einfach einen Wodka, guckt, dass er gut an eine 40-prozentiger kommt. Höher kann man auch nehmen, bin jetzt ich nicht so Freund davon. Dann brauchen wir auf jeden Fall auf Badisch noch ein Bäpperle, damit wir unser Glas auch gut beschriften können. Dafür natürlich der Stift. Dann brauchen wir einfach Messerwerk und ein Brettchen, weil wir müssen jetzt die Wurzel klein machen. Ihr achtet darauf, dass, also verschälen bin ich nicht unbedingt, weil in der Schale steckt auch noch Wirkung, aber dass er vielleicht hergeht und wirklich hier guckt, ja, das ist noch fast wie geschält, aber dass ihr einfach darauf achtet, dass der Dreck von der Erde weg ist. Ich habe die mit dem Bürstel schon schön sauber gemacht und so weit, so gut können wir die jetzt hernehmen. Also guckt einfach, dass kein Dreck drauf ist und dann können da jetzt, hat, wie auch immer, das wird jetzt laut und ich sollte eigentlich auch stehen, aber für euch sitze ich jetzt hier mal.
das Ganze in kleine Stücke hacken. Wenn ihr euch jetzt fragt, könnte ich das jetzt auch mit dem Mixer machen, dann sage ich, es gibt viele, die machen das auch mit dem Mixer. Können kann man das. Ich bin aber jetzt da ein bisschen anders. Ihr wisst, ich verbinde mich gern damit. Ich sehe noch mehr hinter dem wie nur die klassische Hilfsmedizin, nenne ich es jetzt mal, also die Tinktur. Wenn ich das mit meiner Energie klein schneide und da auch noch gute Gedanken und Liebe mit reinsetze, ist es halt anders da, wie wenn einfach ein elektrisches Gerät macht und es ist erledigt. Die Tinktur ist nachher auch eine Tinktur, gar keine Frage. Das ist jetzt eher so ein bisschen eine Glaubensgeschichte. Und bevor ich keine Tinktur mache, weil ich keine Zeit und keine Kraft habe, nehme ich eine Maschine. Besser wie gar nicht. Ich für mich entscheide es nur immer wirklich ganz liebevoll zu machen, mit mir zu machen und wirklich gute Energie reinzusetzen. Und ich fülle jetzt mal das Glas mit dem, was ich so ein bisschen in kleine Würfel gehackt habe. Und das Glas machen wir jetzt bis oben hin voll mit solchen Würfeln. Natürlich jetzt hat unheimlich nach Meerrettich und ich merke auch schon ein bisschen, wie es meine Nase frei macht. Ich merke es aber auch ein bisschen schon in den Augen, trotz der Brille, aber das ist gut und richtig und wichtig. Und ich genieße das jetzt einfach. Ich genieße den Duft, ich genieße die Zeit mit mir und natürlich auch mit euch. Und ich freue mich auch schon ganz arg auf nächstes Jahr, wenn ich solche Dinge noch mehr mit euch mache, in Videos, aber auch dann hier in unserer, kann ich jetzt schon mal verraten, umgebauten Näharena, dass wir dann einen schönen Seminarraum haben und solche Dinge miteinander machen können. Jetzt habe ich echt mehr aus dem Nähkästchen geplaudert, wie ich wollte. Aber ihr seht, wenn man so am Schnippeln ist, dann kommt dadurch sehr viel. So, Abla, schon rein, nicht drunter. So, jetzt haben wir das Glas gut gefüllt. Und ich schütte noch die Hälfte daneben, aber so weit, so gut. So voll. Und jetzt nehmen wir unseren Alkohol. Mach nichts anderes wie das Glas einfach mit dem Alkohol. Das geht ganz schnell. Das ist so schön durchsichtig. Wirklich am besten bis hoch an der Rand gut aufzufüllen. So. Und dann gucken, dass ihr auch einen gut sauberen Deckel habt. Und dann macht er den Deckel drauf. Ah, da haben wir noch eins vergessen. Ich selber stell jetzt die Tinktur 4 bis 6 Wochen auf die Seite. Und ich für mich halte es auch immer so, dass ich die Pflanzen, die ich ansetze, hell oder dunkel immer so stelle, wie sie es ursprünglich gewöhnt sind. Also ich stelle die jetzt nicht ans Fenster. Die Wurzel ist gewöhnt, im Dunkeln zu sein. Und deswegen braucht jetzt das nicht wirklich viel Licht oder viel Helligkeit. Das stelle ich einfach an einen leicht dunkler Ort in der Küche. Ich muss gestehen, ich habe hinter der Tür so ein tolles Regal, wo ich das aufbewahre generell auch hinterher. Und da stelle ich es einfach dazu. Da bei mir aber natürlich viel rumsteht und ich mir am Anfang immer eingebildet habe, ach, das kann ich mir alles merken. Und nach 2 Wochen nicht einmal mehr weiß, ob ich es vor 2 Wochen oder vor 3 Wochen angesetzt habe, nehme ich auch gern immer so ein schönes Kleberle und schreibe Meerrettich. Und dann haben wir heute der 31.10.24. Und dann mache ich das in 4
Wochen siebe ich das ab. Und das klebe ich jetzt mir auf das Gläsel. So. Dass ich einfach weiß, wenn es jetzt länger ist wie 4 Wochen, wenn das 6 Wochen sind, Mädels, das ist kein Problem. Das Ganze ist jetzt so, dass die Inhaltsstoffe aus dem Meerrettich in den Alkohol ziehen. Und wenn dann die 4/6 Wochen rum sind, dann seiche ich das ab in ein ganz, ganz dünnes Sieb. Wenn vielleicht so ein bisschen, beim Meerrettich ist mir das jetzt schon mehrfach passiert, es nimmt ganz klar ist, dieser Alkohol, dann lasse ich es auch noch einmal durch ein Sieb mit einem Tuch und dann habe ich wieder alles draußen und dann fülle ich mir das ab, gern in so Tropfenfläschle, die kriege ich wirklich mittlerweile überall und dann trinke ich jeden Morgen mein Glas kaltes Wasser und mache dann meine 5 bis 8 Tröpfchen von meiner Meerrettich-Tinktur rein und das versuche ich sehr zu genießen und wirklich auch mit guten Gedanken wahrzunehmen und so kann ich für mich sorgen und mein Immunsystem gut stärken und das einfach letztendlich nur mit dem Meerrettich. Und wenn ihr dann noch Meerrettich übrig habt, dann könnt ihr tatsächlich mal gucken, wie ihr dann zum Vesper verwenden könnt. Und ich freue mich ganz arg auf die neue Schulküche, die ich bekomme. Und dann könnt man in dem Fall jetzt noch einen Sahne-Meerrettich machen und eine schöne Schwarzwald, geräucherte Schwarzwaldforelle zum Abendessen, quasi zum Vesper holen. Und dann können wir jetzt schon den frischen Meerrettich genießen. Und über den Winter bringt uns die Tinktur. So, das war jetzt mal doch recht viel mehr, wie ich mir vorgestellt habe, von der neuen Schwarzwald-Tanni noch in dem alten Raum, sage ich jetzt einfach mal, da kennt er mich, da bin ich ja daheim und ich würde mich echt sehr freuen und es würde mich sehr, sehr interessieren, was ihr davon hält, wie es für euch ist. Schreibt doch einfach unten in die Kommentare bitte mal so ein bisschen rein, wie das für euch ist mit der neuen Schwarzwald-Tanni. Vielleicht habt ihr ja auch noch irgendwelche Sachen für mich, die ich mit aufnehmen kann ins Repertoire 2025. Bei der Geschichte des Wochenende jetzt im Dezember vom 13. bis zum 15. mit den Rauhnächten. Das ist wirklich komplett ausgebucht. Da gibt es keine freien Plätze mehr. Aber ihr findet auf meiner Website Schwarzwald-Tanni auch noch zu den Rauhnächten ein eintägiges Seminar, das Sena aber sogar im Shop zum Kaufen, wo man einfach an einem Sonntag, der Sonntag vor dem 15. müsste dann der 7. sein, vermutlich, wo man dann da ein eintägiges Rauhnachtsseminar auch noch buchen kann. Da sind noch Plätze frei. Ja, und wie gesagt, ansonsten freue ich mich über alle Kommentare, liebenswerte Kommentare natürlich, wie das jetzt für euch ist und ob das euch interessiert, so Salben und Tinkture herzustellen und ein bisschen vom Nähen wegzukommen und ein bisschen in die Natur zu gehen. Das Nähen lassen wir ja nicht ganz weg und das bleibt ja nach wie vor euer Hobby, aber man kann es ja mit Natur gut verbinden. So, das war's von meiner Seite. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich schon aufs nächste Video und jetzt noch auf den Rest des Jahres, auf den Besuch in der Näharena von euch und auch bei meinen Kursen und Seminaren. Bis ganz bald. Tschüss, eure Schwarzwald-Tanni.